Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir wollen uns heute im ersten Video zur Gravitation mit den Bewegungen von Himmelskörpern beschäftigen. Wir lernen heute, was Gravitation ist und wie sie entdeckt wurde. Wir wollen uns in einer kurzen Geschichte der Astronomie ansehen, wie es genau dazu kam. Und zum Schluss führen wir uns noch zu Gemüte, was genau die Wissenschaftler bewogen hat, vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild zu wechseln. Dann wollen wir mal, ihr wisst wahrscheinlich schon, die gegenseitige Anziehung, die zwei Körper aufgrund ihrer Masse aufeinander ausüben, nennt man Gravitation. Ein anderer Begriff dafür ist zum Beispiel auch Schwerkraft. Die Gravitation ist eine der vier physikalischen Grundkräfte. Und obwohl sie eigentlich die schwächste unter den Vieren ist sie in der Größenordnung von Planeten, Sonnensystemen, Galaxien diejenige, die mit Abstand am meisten Einfluss hat. Entdeckt wurde sie, während man über viele Jahrhunderte den Planeten und sein Sonnensystem erforscht hat. Seit man das Gravitationsgesetz kennt, kann man die Bewegung von Himmelskörpern erklären und relativ genau voraussagen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.